Wir sind gestern, ich meine heute, hier zusammengekommen im grünen Salon, im roten Salon, um in dieser Ehe das Ja-Wort zu geben, und zwar Herr Christoph Wiederkehr und Herr Bürgermeister Michael Häupl. Na, immer noch Ludwig für Sie, und das ist auch keine Ehe, na, das soll nur eine Koalitionsvereinbarung sein. Ihr Fehler, mein Fehler. Allerdings, ja. Also wir sind bereit, und wenn er dann auch bereit wäre, wenn er vielleicht bereit wäre und einmal zu mir herüberschauen würde, dann könnten wir gemeinsam eine Koalition machen, eine rot-pinke Koalition. Wir sind bereit. Also bin erst auf jeden Fall bereit, dass wir mal beweisen können, dass wenn ich noch ein bisschen zurückkommen soll, dann kann auch Regierung und dann kann auch Teilnehmer uns wieder so nichts in dem Weg stehen. Wenn wir da, also das Mikrofon, das steht mir natürlich im Weg an dieser Stelle. Herr Desereck, ich hoffe, Sie haben gemerkt, das wäre jetzt Ihr Stichwort gewesen, das Boeing, also dass Sie mir die Rutsche hinüberlegen können. Rutsche ist mein Stichwort, und im Weg stehen ist auch ein Stichwort. Es gibt nur noch eines, was im Weg steht. Sie wissen schon, das Ritual, dass die Frau Hebein nicht machen wollte, deshalb ist ja nicht mehr meine Vizebürgermeisterin. Das Demütigungsritual, da muss jeder durch, der was in eine Koalition mit den Roten will. Wir zwei wissen schon, ja, was kommt, deswegen sagen wir zynisch Mahlzeit. 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 So, bitte da mitfilmen. Ja, wenn die Neos jetzt mit uns in der Koalition gehen wollen, dann müssen sie Wunschkrapfen fressen. Also müssen wir jetzt alle aufessen, oder was? Das sind urviele. Ja. Nicht aufessen, das sind voll viele. Ja. Nur einen Wunschkrapfen. Nur einen einzigen, dann sogar einen Schatten vielleicht. Das geht sich aus. So, haben wir es im Kasten? Zwinkern, wenn es so ist? Ja. Sehr gut. Gut, dann weg mit dem Wunschkrapfen. Stößen Sie bitte. Da, unter den Tisch legen wir es wie. Na, auf den Tisch. Auf den Tisch? Nicht da oben. Nein, offen da. Also, Moment. Da für die Hungrigen, ja, das stimmt. Für uns halt noch, für die Kamera. Ja, für die so, wir gehen jetzt in den Ritualsaal. Da wird Wunschkrapfen. Der Bürgermeister kommt. Ruhig sein. Hi, Fans. Hi, Fans. Hi, Fans. Gut. Hi, Fans. Hi, Fans. Gut. So, jetzt gut. Runter mit der Wäsche. Ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo die Wunschkrapfenvertilgung ansteht, und noch lacht er. Aber bald wird es ihm vergehen, das Lachen. So, und jetzt frage ich ihn, ob er bereit ist, den Wunschkrapfen jetzt zu fressen. Sagen Sie ja oder nein? Jederzeit. Gut, er hat es nicht anders gewollt. Dann sage ich jetzt, wann bringe den Wunschkrapfen? Wir sind bereit. Ja, Alter. Die Sau ist schwach. Oh, das ist keine Sau, nur weil es rosa ist. Warte, darf ich? Eins, zwei. Alter, ja, so. 10 Liter rum hätten eine gehört. Es hat aber nur 8 drin. So, nein, da stehen Sie daher, das Bunschkrapferl. So, Kameramann bitte nach vorne, damit wir da auch ein Demütigungs-Live-Bild haben. So, und bitte jetzt runter mit dem Bunschkrapferl. Und zwar alles auf einmal. Ja. Das ist schon mal ein bisschen auf der Seite. Ist egal, nur so. Na gut, dann fange ich mal da an. Gut, also ich esse mich durch. Okay, los geht's. Ram. Und 4000 Kalorien pro Stunde in 40 Tagen später. Wie geht es dem zukünftigen Vizebürgermeister Wiederkehr jetzt? Ich weiß nicht, ob er wiederkehren wird. Er ist jetzt in einem Fresskoma die nächsten 5 Jahre. Das heißt, 5 Jahre lang habe ich jetzt Alleinregierung. Das war eigentlich immer mein Plan. Das heißt, ich bin ein riesengroßes Genie? Genau. Mhm. Fantastisch, Maschek. Herzlichen Dank.